Samstag und wir sind bereits wach. Naja, ich bin gestern einfach eingepennt. Und der Arzt vom Lonnie hat ihn freigegeben zum Arbeiten. Ab Montag. Nach mehr oder weniger, ja, nach weniger als einer Woche. Die Lene wird nicht für den arbeiten, denn sie ist davon überzeugt, er schleppt den Virus noch mit sich rum. Und das ist, ja, sehr wahrscheinlich. Also ich raff's nicht, wie das sein kann, dass ein Arzt, der auch keine Ahnung hat von dem Virus, den einfach freigeben kann und der als Klempner das dann weitergibt. Ich hoffe, der Arzt ist, dem ist bewusst, dass er keine Maske trägt. Oder trägt er mittlerweile, is he wearing a mask? Weiß ich nicht. Ich denke, Lonnie has a stupid doctor, I think. Yeah, but I don't know if the doctor knows that he's not wearing a mask. No, I don't think so. Yeah. Okay. So ja, und dem Arzt ist wahrscheinlich nicht bewusst, dass Lonnie sich weigert, eine Maske zu tragen. Auf jeden Fall ist eine absolute Katastrophe. Der schleppt das ja nicht. Er hat das ja bereits in seiner Familie verbreitet. Und die Familie verbreitet das jetzt gerade schön. Also es ist einfach eine Katastrophe. Man sieht hier, wie das läuft in den USA. Also Contact Tracing gibt's nicht. Testing auch nicht. Ja, die ganze Familie, die wird halt nicht getestet. Die bekommen das nicht, wollen nicht. So leid, die keine. No insurance, also. Versicherung, Krankenversicherung auch nicht. Von daher wird das alles nicht gemacht. Das sieht man auch an den Zähnen. Ja, so geht das weiter, die Katastrophe hier. In den nächsten Tagen, inklusive heute, 37 Grad. Ja, was heute geht, UFC ist heute angesagt. Eventuell noch mal ein bisschen Sirup herstellen, denn das Eisfach ist so voller Früchte, die müssen weg. So lecker. So lecker. Ja, zumindest ist das Eisfach voll und ich will das leer haben. Lena war den ganzen Morgen wieder im Garten beschäftigt. Und hier, die Fische, die erfreuen sich bester Gesundheit. Also dieser Bubbler, der gefällt mir wirklich gut. Beziehungsweise diese Düse am Ende. Ja, aber die Pflanzen, mehrfach erwähnt, die bringen es nicht mehr. Egal. Ja, die Tomatenpflanzen, die überwuchern hier bald alles. Aber ist auch gut so. Die Tomaten mögen wir ja. Ja, die Bohne. Die hat es jetzt endgültig hinter sich. Ja. UFC fängt gleich an. In der Stunde. Und Vivian will ein paar Holunderbeeren machen. Das ist diesmal ihre Aufgabe, beziehungsweise ihr Turn, ihre Runde, oder wie man sagt. Mal sehen, ob der genauso große Schwierigkeiten hat wie ich. Denn ich habe da ja 1,5 Stunden gebraucht für nur um die Beeren abzubekommen und dann um 1,5 Stunden für das Kochen oder das alles. Ich bin nicht gespannt. Ja, das fing schon mal gut an. Beim Rausnehmen hat sich direkt die Tüte in Einzelteile zerlegt. Aber die Idee scheint das hier besser rauszuhaben mit. Ja, very good. I would lay something in. Across there? Yeah, but that's just, it doesn't matter. Doesn't matter. So, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das geht schneller als das, was ich da gemacht habe. Denn die Lane macht das direkt richtig. Anstatt erstmal nicht richtig und dann später nochmal zweifach nacharbeiten. So, wenn die Lane in der Küche mit den Beeren beschäftigt ist, muss ich hier nochmal 1-2 Videos zusammenschneiden. Und Krypto ist absolut insane. Also da ist der Tag immer schon, wie ich schon vor 1-2 Videos erwähnte, gerettet. Ethereum geht ab wie Hulle. Ich kann es nicht glauben, das ist jetzt über $300. Wahnsinn. Ich habe es zuletzt nachgekauft bei unter $100. Wahnsinn. Mein größtes Portfolio ist Bitcoin und Ethereum und die gehen beide ab wie Zäpfchen.
Sehr, 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 sehr nice. Bin so krass im Plus. Macht Spaß. What the? That could, how, so other people are simmering for 45 to now. Ja. So, die Lene ist hier krass beschäftigt. Mine said to mash it with the potato masher and then you only do it for 30 minutes. Oh, and that's what he did? Yeah. Okay. Triple Strain, ne? Ja. So, ich bin mal sehr gespannt, wie der Juice von der Lien wird. Aus den Holunderbeeren. Natürlich eine ziemlich hohe Messlatte, wenn man das mit dem vergleicht, was ich da zustande gebracht habe. Lien ist fertig. Mit ihrem Holundersaft. Ein Jar und eine Flasche hat es gegeben. Also ein bisschen weniger als meine, aber schmeckt auch gut. Wir haben das probiert und ist gut. Ist wieder super dunkel geworden, super kräftig im Geschmack. Natürlich süß, muss sein. Aber ja, soll super, super gesund sein. Bereits 20 nach 5 UVC soll eigentlich seit 2,5 Stunden laufen. Allerdings kriegen sie es diesmal nicht gebacken. Also die Seite, wo ich das normalerweise live streame, die kontrolliert das normalerweise mehrfach am Tag und ersetzt den eventuell bereits gesperrten Stream durch einen neuen. Aber heute kriegen sie es irgendwie nicht hin und von daher läuft UFC nicht, beziehungsweise ich kann es nicht live schauen. Naja, hoffentlich laden sie wenigstens später dann im Nachhinein zeitnah die Kämpfe ab. Normalerweise passiert das, dass ich das wenigstens später gucken kann. Also heute, während des Tages, wie geplant, kein UFC. So ist es bereits kurz nach 7. Es sind ein paar Wolken aufgezogen, kann ein schöner Sonnenuntergang werden. Und ich habe endlich einen Stream gefunden, wo UFC live läuft. Denn es läuft heute oder wird übertragen von ESPN. Da findet man natürlich nur einen Livestream, allerdings ist da so viel Werbung dazwischen. Oh, das nervt mich. Die ist unterwegs, um Pizza zu besorgen. Die hat heute keine große Lust zu kochen, denn die hat ja schon vor dem heißen Ofen gestanden durch die Zubereitung vom Holunderbeersaft. So, deswegen gibt es heute Abend Pizza. Ich glaube, ich mache mir jetzt mal ein Caipirinha. Oder wie heißt dieses Getränk? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, Caipirinha. Und dann gucke ich UFC weiter. Nachher die Wiederholung. Pizza. Ja. Ah, so, die Wiederholung von UFC läuft ein und fall. Die haben wir kurz unterwegs den Sonnenuntergang fotografieren und hat jetzt die Pizza vorbereitet, die wir beide wollten. Ah, sie wollte eigentlich eine andere, aber zwei Pizzen wären jetzt zu viel gewesen. Das heißt, wir schnuckeln erstmal die und dann gucken wir, ob wir noch mehr brauchen oder wie auch immer. Ist nice runtergekühlt. Jetzt gibt es Pizza und ein paar News. What's wrong, honey? Are you ready? I'm mad at Google. Ja, also die Handy, die sagt mir Bescheid, dass das Abendessen fertig ist, via Google. Das heißt, diese Google Mini hier im Wohnzimmer, der kann man sagen, hey, transmitte doch mal eine Nachricht zum Schlafzimmer, wo ich mich meistens aufhalte, im Bett, dass das Essen fertig ist. Aber irgendwie, manchmal kapiert es das nicht. Und das macht die Lehre manchmal ein bisschen stinkig. Und das ist gerade der Fall. So, es gab nur eine Pizza, und zwar die kleine. Die große befindet sich noch im Eis. Die ist aber allerdings riesig und das lohnt sich natürlich nicht, die anzufangen. Deswegen haben wir jetzt beide noch genug Platz im Magen für Eiscreme mit Brombeersirup. Und die Wiederholung von UFC läuft. Und hier, da gibt es doch tatsächlich einen. Der kommt aus Sachsen-Anhalt. Magdeburg, Germany. Der erste ostdeutsche UFC-Fighter im Ring der amerikanischen UFC. Sehr interessant, mal gucken, wie er sich schlägt. Aber jetzt gibt es erstmal lecker Eiscreme. Vanille kombiniert mit Butterpecan und leckerem selbst hergestellten Brombeersirup von mir. Ja, ich bin leicht betrunken, denn dieser riesige, und es war übrigens ein Mojito und kein Caipirinha, auf den Namen kam ich vorhin nicht.
Aber es war ein Mojito und der war riesig. Zeit fürs Bett. Coronavirus geht ab. Allerdings geht noch was anderes ab, und zwar Bitcoin und Ethereum. Nice. Bitcoin ist über die 10.000 geschossen. Ist natürlich jetzt wieder knapp drunter, aber die Richtung stimmt. Sehr nice. Kann ich bestimmt gut schlafen.